Genau, dann laufe ich gerade mal hier weiter und suche ein bisschen Holz. Ja, wie ihr seht, da hinten habe ich euch ja schon gezeigt, der große Sumpfwald. Da werde ich jetzt einfach noch ein bisschen was abholzen, kurz. Ja, ich weiß nicht, was der Score gerade macht. Score, was machst du gerade? Ich habe jetzt hier mal die Kohle in den Ofen geschmissen und das fackelt auch schon ganz ordentlich. Hier jetzt das Eisenerz und was haben wir oben? Oben haben wir Lehm. Lehm ist eigentlich ziemlich selten, vor allem weil. Lehm habe ich hier auch noch gerade gefunden. Also, ja gut, das. Naja, Schwamm drüber. Egal. Ja, bei Lehm, das ist ja das Problem. Du brauchst erstmal diese Lehm, Bälle, also dieses. Dieses normale Lehm, ihr wisst, was ich meine. Das ist ja auch schon ziemlich selten. Also ich meine, es gibt viel, wenn man Lehm abbaut, aber Lehm selber und dann, wenn man die einschmelzt, gibt es, also in den Ofen schmeißt, dann gibt es ein Lehmziegel und für ein Lehmstein, also für einen Ziegelstein, braucht man dann vier Ziegel. Also man kann jetzt nicht so ein Haus wie wir jetzt das haben, nur aus Ziegel bauen, ohne da sich irgendwas zu cheaten oder tausende von Jahren lang am Wasser nach Lehm zu suchen. Das ist schon ein bisschen blöd. Aber mit diesem Texture Pack sieht der Lehm orange aus, wo er im Original ja noch grau war, glaube ich, hat er da ausgesehen. Grau. Den sieht man dann im Wasser besser. Das ist eigentlich ganz okay so mit dem Texture Pack. Ja, es wird Ja. schon wieder Nacht. Wir müssen schon wieder schlafen gehen. Habe jetzt nochmal 2 Sticks und 12 Holzbretter geholt und. Gut, der Lehm ist noch nicht fertig, aber das Eisen ist fertig. Das ist mal ganz gut. Jetzt ist die Frage, soll ich jetzt hinten beim Haus so einen Wintergarten anfangen oder da Ich kann würde, man. wir haben ja gesagt in der Ankündigungsvideo war es, glaube ich, dass wir werden das Haus immer upgraden. Also ja, okay, den können wir also später hinzufügen. Was habe ich jetzt hier gerade gefunden? Hä, was ist das? Was? Also sowas habe ich noch nie in Minecraft gesehen. Ein Haus steht hier schon. Kein NPC-Dorf, nix. Hä, wo? Mit, also das ist jetzt sehr selten. Kannst du mal bitte gerade Ja, hier ich guck. rüberkommen in den Wald. Wo, Sumpf. In den Sumpfwald, genau, weil das ist jetzt wirklich was ganz Seltenes. Was habe ich jetzt noch nicht gesehen? Vielleicht soll es ein NPC. Also ein Dingensdorf, Villagersdorf sein irgendwie und was weiß ich, der Rest, der ist einfach gerade noch Da, von wo der. der Wasserfall endet, in die Richtung, die geradeaus. Geht da mal geradeaus lang und komm mal bitte her. Also jetzt, Also endet, wenn du da rumgehst. wenn das Wasser weiter fließen würde, dann einfach in die Ja. Richtung. Ah, ja, das endet ja in so einem kleinen Teich. Ich weiß ja nicht, hast du schon Sichtkontakt jetzt so? Siehst du Nein. mich? Ist es in der Nähe von dieser Schneewelt? Weil du bist ja direkt daneben ist ja noch eine Schneewelt. Hey, ich sehe dich gar nicht jetzt. Warte mal, sehe ich deinen Namen? Geh einfach mal an den Wasserfall da, an das Becken da. Okay. Jetzt komme ich gerade wieder zurück. Ja, bin ich. Hier, hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Ah, genau. Hi. Folg mal hier dem Weg. Das ist jetzt sowas. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist jetzt auch gleich mal für YouTube mal ein Fortschritt. Wir haben was Neues entdeckt. Kommst du mal gerade mit, was das hier Ja, jetzt ist? ich bin hinten dran. Hier, das hier. Siehst du's? Okay. Hast du das schon mal gesehen? Oder ihr YouTube, schreibt uns in die Kommentare. Ja, schreibt, dann sind sie. Nein, Spaß. Ja, das ist doch mal. Hey, hier steht ein Kessel und eine Werkbank. Ey, das ist ja. Ich baue den Kessel gleich ab, natürlich. Ja, ich baue die Werkbank hier gleich ab, natürlich. Ohne dass die Bretter könnten wir eigentlich auch alles was gebrauchen. Ich guck mal hinten dran, das ist jetzt wirklich selten, irgendwelche NPC-Tippies. Ja, das ist wirklich so wie so ein Sumpfhaus, wisst ihr, so auf Stelzen. Das ist mal wirklich was Neues hier. Sollen wir das ausplündern? Ja, ich denke schon, ne? Ich denke auch, ja. Das So, plündern wir gleich auf. Leute, wir sind einmal jetzt richtig feindlich hier und plündern hier die ganze Hütte. Ja, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen fies, aber ach komm.
ist ja eh keine Sau hier im Umkreis von, was weiß ich, wie viel Blöcken, außer jetzt so ein paar Kühe, aber die haben wir sogar noch Zaun. Tja. Die nehmen und das nehmen uns das bestimmt nicht übel. Und wenn schon, dann kommen wir nochmal mit dem Schwert und dann überlegen die sich das sowieso wieder anders. Ah, ich krafte mir auch mal gleich hier was. Craften, Minecraft. Ja. Ah, jetzt habe ich ja wieder Stein. Kann ich mir eine Steinaxt craften. Das ist dann auch wieder ein Fortschritt hier. Minecraft, das ist ja eigentlich so, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Spiel kennt, Age of Empire. Das ist, also nicht jetzt genau dasselbe, aber es geht um Fortschritt, es geht darum, sich etwas aufzubauen und das weiterzuentwickeln, also ist jetzt kein direkter Vergleich, aber naja, ihr wisst ja, was ich meine. Ja, also das ist jetzt mir wirklich was Seltenes, auf was wir hier gestoßen sind. Ich glaube, das kann euch auch ein bisschen weiterbringen, dass ihr sowas mal gesehen habt. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist. Und wir möchten das, glaube ich, gerne wissen, was das hier eigentlich jetzt war. Ja, ich denke, es ist sowas, weil es gab mal irgendwie so ein Ding, also das ist jetzt auch, das ist jetzt wirklich, also ich habe da, also auf irgendwas auf Minecraft Wiki oder so, keine Ahnung, auf irgendeiner Seite war das, dass manchmal bei einem Bug von Dörfern, dass entweder zwei Dörfer nebeneinander gespawnt werden, dass das sozusagen eine Stadt entsteht, also das ist dann richtig fett krass, oder dass da manche Häuser einfach in der Mitte durchgeschnitten werden, das heißt, da steht so ein halbes Haus, ne? Also das könnte sowas sein, oder es ist wirklich etwas, was man in Sumpf findet, weil ich meine, in so vielen Sümpfen war ich jetzt auch noch nicht, das könnte natürlich auch sein. Ja. Jo, ich denke, das war jetzt mal wirklich eine neue Entdeckungsreise. Hier haben wir schon gleich mal was geplündert. Ein Kessel haben wir. Was kann man eigentlich nochmal mit einem Kessel machen? Ja, da kann man, eigentlich nur Wasser reintun, oder? Ja, Wasser reintun. Man kann es als Dekoration, als Toilette benutzen. Man kann aber auch gefärbte Wolle auswaschen. Das geht auch. Okay, dann war das mal hier ein Fortschritt, was wir hier gesehen haben. Gehen wieder zurück. Rote Wolle. Und ja, die habe ich mir jetzt mal ganz frech habe ich mir die genommen. Hast du noch eine Werkbank? Nope. Gut, dann hier. Hier. Noch ein bisschen Leder. Hier. Hier. Okay. So. Weil nämlich, wenn man irgendwo in Minecraft irgendwo hingeht, jetzt was weiß ich, Höhle ausrauben oder was weiß ich, dann ist es sinnvoll, immer eine Werkbank mitzunehmen. Genau, ich komme dann auch rein, dann gehen wir direkt schlafen. Das hat sich jetzt mal wirklich gelohnt. Also, ich war gerade richtig überrascht, als ich das gesehen habe.